Ich habe ihn überhaupt nicht getroffen. Junge! Das ist ein Riesenbaby. Unfassbar. Das ist unfassbar. Das ist das Spiel. Unfassbar, was meine Augen alles sehen. Ich höre einfach nur, wie sie sagt, oh Gott, was meine Augen alles sehen müssen, und guckt meine Tochter so an. Ich mag kein Bodyshaming. Und wir alle die Bank weg, ob klein, groß, dünn, dick, sahen beschissen in diesem Gurt aus. Punkt. Du machst dich mit dem Finger so auf mich. Was soll das? Gerade gemacht? Was hast du vorhin gemacht? Ich habe das halt so aufgenommen, als wenn sie halt was gegen mich gesagt hätte oder wie ich da hang oder keine Ahnung. Ich bin jetzt hier auch nicht ein Model, was da versucht, irgendwie Catwalk zu machen. Das war ein Spiel. Letzte Chance für die Geckos. Wenn Sandra jetzt nicht ganz fett punktet, losen sie schon wieder. Das ist schon ein bisschen viel Druck, ne? Weil alle anderen Spiele, die wir bisher hier gespielt haben im Dschungel, haben wir verloren. Deswegen wäre halt schon echt geil, wenn wir es gewinnen, ne? Viel Glück. Okay, bye-bye. Sandra, bitte, bitte. Sandra, du schaffst es. Oh je, oh je. Wieder im Luxuscamp, wieder im Luxuscamp. Sorry, einmal Loser-Team, immer Loser-Team, oder was? Über das könnt ihr euch noch später ärgern. Denn bei Patricia und Joelina ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Was hast du denn für ein Problem? Brille brauchst du auch noch. Was hast du für eine Dose Ravioli richtig reingucken, am besten nichts an und noch eine Brille. Wow, Alter. Ja, schön, dass du nichts anhattest. Wäre nämlich schlimm gewesen. Was? Ganz einfach. Boah, du bist so erbärmlich, wirklich. Du bist so schlimm. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Entschuldigung, was habe ich verpasst? Ja. Soll ich meinen Popcorn holen? Und ich dachte mir so, hä? Was ist denn jetzt los? Ich dachte, wir reden jetzt noch über das Spiel, warum wir nicht gewonnen haben oder so. Und da war da voll der Streit. Guck mal, ich sag dir einen Satz. Wie ist das denn angefangen? Bevor ich streite, warum ich nicht mit dir rede? Weil du für mich Luft bist. Und deswegen rede ich nicht mit dir. Ricarda sagt sich derweil ab für die Piranhas. Leider trifft auch sie daneben. Vom Zoff weiß auch sie noch nichts. Hier hat's gerade geknallt. Und zwar richtig. Warum denn? Zwischen Patricia und Dings. Patricia und Julina streiten sich übertrieben doll. Was ist los? Nix, Schatz. Wir sind im Luxuscamp. Ja, wir sind im Luxuscamp, Schatz. Ja, was ist denn passiert? Ich häng da und sie sagt, was meine Augen gerade sehen. Aber es war ja nicht auf mich. Auf wen sonst? Auf dem Blatt? Wie, bitte, was deine Augen gerade sehen? Wie darf ich da auf diesen scheiß gesagt, Seil da? Was meine Augen alle sehen? Erstens hast du nicht das Recht zu sagen, wenn ich auf diesem Seil bin. Ich rede, wie ich möchte. Ich rede, wie ich möchte. Wenn es dir nicht passt, dann geh. Nein! Nein. Du hast sowas nicht zu sagen. Du musst mal ein bisschen Respekt lernen, Mädels. Komm, geht's heim, komm, verpiss dich. Ich meine, ich kann ja sagen, was ich will. Und so kam das dann auf zu einem riesen Ding. Ich hab gesagt, es ist krass, was meine Augen sehen, habe ich doch nicht sie gemeint. Ja, aber was meinst du denn? Was anderes ist doch mein Problem. Die ganze Situation, weil meine Augen haben gesehen, dass wir verlieren. Ich habe gesagt, es ist krass, was meine Augen sehen. Okay, in dem Moment ja? Komme ich. Da kann, ich schau doch gar nicht auf dich. Meinst du, jeder schaut dich an oder was? Die geht mir so auf die Nerven, ey. Die Person. Okay, aber ich wollte es selber wissen. Oh. Es war nicht so, wie du es denkst. Ich will nicht explodieren. Ich bleibe ruhig, ich bleibe hier alleine. Und wenn sie sagt, ich habe kein Selbstbewusstsein, ich scheiße drauf. Echt jetzt. Mit ihr kann man nicht reden, weil sie traut sich irgendwie nicht. Was hast du gerade gesagt? Ich traue mich nicht. Von was traue ich mich nicht? Hör mal zu, was denn? Hau mir mal eine rein. Hast ist du Bock oder was? Ja, was kommst du auf? Guck mal. Hey. Guck mal. Wie asozial bist du? Guck mal. Wie kommst du auf mich zu? Einfach nur. So kommt sie auf mich zu. Guck mal, zack, bist man wieder die Mörderin-Schlägerin. Sei doch mal nicht so aggressiv und komm mal normal auf mich zu. Kannst du das nicht, oder was? Ich rede gar nicht mit dir. Ich scheiß wirklich drauf. Die Frau kommt so auf mich zu, so. Bin ich hier im Boxring, oder was? Es war schon kurz vorm Dschungelfighting. Ich bin Team Patricia, das ist mein Team. Was will sie? Sag's mal, Leute. Spielt eure Scheiß allein und gut ist. Ich lass mir von niemandem sagen, von so einer Luftnummer sowieso nicht. Ja, Dani, lass dich nicht provozieren. Für mich ist es einfach Show, kann ich nicht für voll nehmen. Kommst du auf mich zu, du wie von der Tarantel gestochen. Unfassbar. Das, ich geh. Nein. Was das macht die, weil die jetzt frustriert ist, weil die jetzt fünfmal hintereinander verloren hat. Was labert die mit? Wie kriegt die jetzt am besten Sendezeit? Hat die anscheinend jetzt aber geschafft. Immer auf meinen Nacken. Ja, also manchmal ist halt in solchen Situationen sehr schnell reizbar, muss ich auch zugeben, aber das verstehe ich auch, wenn man gegen die Tochter schießt oder so. Das kann ich total verstehen. Hör mal, also Team Pink und Team Gecko ist jetzt, bumm, hat's heute gemacht. Ich glaube, es wird noch öfters krachen und knallen.